unter meiner Würde. Jetzt habe ich das Geschicklichkeitsbuch, aber kann es nicht benutzen. Gut. Soll ich nochmal zu den Zauberern gehen und mir noch eine Schriftrolle der Identifikation kaufen? Ich werde mich jetzt nur nicht wieder gleich schlafen müssen. So, was ist hier? Hier ist wieder mal verschlossen. Und die Tür fällt aus den Angeln. Städte sind immer so beängstigend. So viele Leute. Nichts leichter als das. Khalid kriegt Angst. Ein kleines Mädchen. Nur weil du so tust, als wärst du ein harter Bursch, hast du noch lange nichts zu sagen. Hau ab. Okay, das Mädchen ist mutig. Nichts leichter als das. Und hier oben scheint auch niemand Interessantes zu wohnen. Okay. Gut. Nichts leichter als das. Beinahe unter meiner Würde. Nein, die Kanalisation wollen wir nicht. Das Gebäude hier können wir wohl erst von der oberen Map aus betreten. Da sitzen ein paar Bürgerliche. Erfreuen sich ihres Lebens. Ja, und da sind wir hinter den dem Häuserblock. In die Häuser können wir, glaube ich, nicht rein. Nein. Hallo, Leute. Wäre auch ein bisschen übertrieben, wenn wir in jedes Haus rein könnten. Aber hey, so haben wir wenigstens schon mal die erste Map aufgedeckt. Das ist nämlich alles, was man vom ersten Teil von Baldur's Tor sehen kann. So, gucken wir mal nach Norden. Jupp, Reisezeit 0 Stunden. Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Ja. Ich ignoriere ja hier einfach mal. Würdest du uns einen Moment unserer Zeit widmen? Was gibt's? Zuerst möchte ich uns beide vorstellen. Ich bin Marek und das ist mein Geselle Lofander. Es kann nicht schaden, wenn ihr unseren Namen kennt, denn wenn ihr unseren Rat nicht befolgt, werdet ihr es sicherlich wieder mit uns zu tun bekommen. Ihr strebt danach, den Eisentrumpf zu vernichten. Ich weiß es hat keinen Sinn, es zu leugnen. Mein Geselle und ich stehen in den Diensten dieses Throns. Aus reiner Höflichkeit möchten wir euch ein letztes Mal warnen. Hört auf, euch in die Geschäfte unseres Dienstherrn einzumischen. Es bleibt euch überlassen, ob ihr diese Warnung beherzigen wollt. Allerdings begeht ihr einen fatalen Fehler, wenn ihr es nicht tut. Bis bald. Donnerwetter, danke für die Warnung. Droht mit, was ihr wollt. Wir stehen nicht mit einem Bein im Grab. Jemand, der dumm genug ist, sich uns in den Weg zu stellen, wird die Zeche bezahlen. Genau das nehmen wir. So, da verschwinden die beiden. Der hat übrigens eine Armbrust in der Hand, keine Spitzhacke. Gut. So, jetzt können wir erst einmal das Gebäude hier betreten. Das Zählhaus. Oh. Hier werden wohl Steuern eingetrieben. Du hast es nicht anders gewollt. Jetzt schau mal, was ich für dich habe. Das ist... Das sein Grundstück von Händlerliga und ich sein Wache. Die Tür seien verschlossen aus gutem Grund. Ihr haben Schloss aufgebrochen, also ihr seid jetzt Verbrecher. Ich hetzen meine Flimmerhunde auf euch. Dann sie werden gut satt. Okay. Flimmerhund. Was wollt ihr? Ich bin ganz Ohr. Ihr habt gerufen. Du hast. Wirf mal einen Feuerball da hinten auf die Flimmerhunde. Okay. Flimmerhunde können sich porten. Was? Können sie scheinbar porten? Und was heißt, wir sind hier eingebrochen? Eigentlich war die Tür offen.
Ach, immer schießt mit Feuerpfeilen. Ja, okay. Ja, gut. Die können wir hier in der Stadt sicher gut loswerden. Jetzt gucken wir mal, was der dabei hat, der komisch sprechende, verrückte Wächter. 35 Pfeile. Magische. Die kann man eigentlich gar nicht so hoch stacken. Das wird... Das ist, soweit ich weiß, jetzt was aus dem Bug aus dem Add-on. Dass die Gegner Pfeile haben, die so hoch gesteckt sind. Aber ja, gut. Immerhin. Du siehst dich mal auf der Etage um, wenn der schon was Wichtiges zu bewachen hatte. Schadet das ja nicht. Das hier ist immerhin kein Zivilhaus. Und hey, wir haben ziemlich viel Erfahrung durch diese Hunde gewonnen. Oh, ein Heiltrank und ein Edelstein. Zusätzliche Heiltränke sind immer gut. Ihr habt übrigens noch alle eure maximale Anzahl an Heiltränken. Ja, habt ihr. Gut. Was ist hier drin? Ein Buch. Und hier werden wahrscheinlich auch noch Bücher drin sein, ja. Die haben sogar Fruchtbäumchen hier drin stehen. Nichts leichter als das. Ziemlich dekadent. Beinahe unter meiner Würde. So, was gibt's hier oben? Mich kümmert's nicht, ich hab genug davon. Überall einfach mal umsehen. Oh, 22 Gold. Ich meine, hey, die haben uns schon als Verbrecher gebrandmarkt, also haben sie uns praktisch dazu bewegt, bei ihnen einfach mal alles zu klauen. Und auf jeden Fall, wenn wir wieder gegen Magier kämpfen, kann immerhin mal ihren einen magischen Geschossstab verbraten. Chaos? Schutz vor Blitzen? Auch nicht schlecht. Und giftige Heiltränke. Giftige Heiltränke können verkauft werden. Schutz vor Blitzen und Chaos. Kannst du davon was lernen? Das nicht. Und der Zauber kann gar nicht von dir benutzt werden. Also kommen beide weg. So. Du bist ja ein komischer Kerl. Ja, beinahe unter meiner Würde. Und wir gehen wieder. Beinahe unter meiner Würde. Und offenbar, dass jetzt nicht gerade ein Haufen Wachen vor der Haustür stehen. Beinahe unter meiner Würde. Nein, wir haben Glück. Hallo, Leute. Und ich sagte ja, Baldur's Gate ist groß. Hallo, Leute. Was ist das hier? Was E-Mail und ihr? Ein Laden. Was hast du auf der Theke vor dir so rumliegen? Nur 17 Goldmünzen und auf dem Regal ein Improvisationsring. In meinem bescheidenen Reich. Habt ihr etwas, was ich gebrauchen könnte? Nein, der hat nur genau dieselben Sachen. Da das normale Shit, was wir verkauft haben von Khalid. Ah, bei dem könnten wir noch ein Langschild plus 1 kaufen, wenn wir es brauchen würden. Gut. So, das heißt, wir gehen wieder. Der hat auch nichts Interessantes. Außer vielleicht im Infravisionsring. Und hier ist schon Sackgasse, weil wir befinden uns, wie man sehen kann, befinden wir uns in dem kleinen Eckchen hier. Das ist schon mal ganz gut gemacht. Das heißt, wenn wir in den oberen Bereich hier oben wollen, müssen wir von der anderen Karte aus dorthin. Gut. Ein Herrenhaus. Ich gucke einfach nur, ob es hier jemand Interessanten zum Reden gibt. Also es würde Baldur's Gate echt viel zu lange dauern, wenn ich hier jetzt jeden Schrank plünder und alles. Nichts leichter als das. Die beiden Kerle übrigens, die uns gerade bedroht haben, können auch zu einem Gamebreaker führen. Hier eine Goldmünze.
Übrigens, die Bettler sind die einzigen, die uns als Frau ansprechen, also Talisa. Ich weiß nicht, ob sie uns als Kerl auch als Frau bezeichnen würden, aber oder ob die Entwickler wenigstens bei denen was bei der Übersetzung mitgedacht haben. Ich gebe ja immer noch der Übersetzung die Schuld und nicht der Faulheit von den Entwicklern, dass man hier ständig als Mann angesprochen wird, obwohl man eine Frau spielt. So, der Fleck wäre auch fertig. Das heißt, wir gehen jetzt in den Stadtteil mal. Ja, den Stadtteil, dann haben wir schon mal... Also ich würde mal sagen, wir gehen erstmal den unteren Ring ab und gehen dann hier durchs Tor in den oberen Ring. Gut. So, ein Bettler. Das Haus können wir nicht betreten. Oh, das wird wahrscheinlich das von dem Nekromanten sein. Ihr seht interessant aus, Nymphe. Hallo, Leute. So jemand wie ihr kann mir wenig nützen. Ja, nichts leichter als das. Hallo, Leute. Ihr werdet einen angemessenen Pfand abgeben. Keine Diskussion. Ich habe keine Geduld für euer Geplapper. Irgendwo in dieser Stadt treibt ein Schwarzmagier sein Unwesen. Sein Teil muss Einhalt geboten werden. Er heißt Archion und besitzt ein Blutsternamulett, das für meine Pläne sehr wichtig ist. Bringt es mir zurück und ich werde euch fürstlich entlohnen. Ein Jüngling gab mir bla bla bla. Zwei Nekromanten, Archion und Nymphre. Ich habe hier in Baldur's Tor eine Nekromantin namens Nymphre getroffen. Ich muss zugeben, dass ich wohl ein wenig in sie verliebt. Khalid, du kriegst gleich Schläge von Yahira. Sie hat mich gebeten, bei einem Mann namens Archion ein Blutsternamulett zu holen und es zu ihr zurückzubringen. Das einzige Problem dabei ist, dass Archion wohl ein recht mächtiger Magier zu sein scheint und das Amulett bestimmt nicht freiwillig herausrücken wird. Irgendetwas in dieser Stadt macht mir ein wenig Angst. Was wollt ihr? Gut. Gut. Zumal die beiden direkt nebeneinander wohnen, so gesehen. Schlafende Frau. Noch eine schlafende Frau. Gut. Warum auch immer die Nekromante zwei schlafende Frauen in ihrem Haus gut hat. Verlierer, 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 Verlierer. Mama hat gesagt, ich soll nicht mit Abenteurern reden. Das aber kennen wir ja schon. Oh, noch ein Gemischtwarenladen. Gut. Was hast du denn Tolles? Wahrscheinlich immer noch dasselbe. Gucken wir mal. Heiltränke. Oh, du hast Tränke. Aber auch die giftigen. Hier kannst du die paar Tränke auch noch haben. Ja, Kumpel. Gut. So, hier hinten. Ah, hier ist der andere Weg zurück nach Norden, den wir vorhin gekommen sind. Wo wir aber halt nicht nach Süden gegangen sind. Und ja, man sieht, die Teile gehen wirklich ineinander, die Teile von Baldur's Gate. Die Stadtteile. Da ist keine Lücke dazwischen. So, das Haus hier ist nicht betretbar. Das hier jedoch. Du bist nur ein Bürgerlicher, du bist ein Junge. Auf meiner Klingel steht euer Name. Hey, da. Bleibt, wo ihr seid. Verdammt, Michael, da ist jemand reingekommen. Schon gut, wir wollen keine Ärger. Dies mag euer Haus sein, aber jetzt möchten wir einfach nur gehen. Macht uns keinen Ärger und ihr werdet nur ein bisschen ärmer, sonst seid ihr tot. Ihr habt uns in die falsche Schublade gesteckt. Wir sind Diebe wie ihr. Ihr seid in mein Haus eingebrochen. Ich glaube, dass ich euch damit davonkomme. Ich lasse euch damit davonkommen. Überlegt noch einmal.
Nehmt, was ihr wollt. Wir wollen jedenfalls keinen Ärger haben. Uns gehört dieses Haus nicht. Doch wir werden euch nicht mit dem hart verdienten Besitz zu und derer davonkommen lassen, die hier leben. Zweierlei Maß, hä? Ihr dürft in dieses Haus einbrechen, aber wir Diebe nicht. Ich glaube nicht, dass wir das gut finden. Los auf sie, Michael. Oh. Kali kriegt ganz schön eins auf den Deckel. So. Was? Gut. Ja.